Der BAD Schwindel. Sprecher, Dr. Jurist Richard von Rindenburg. Hannover, 28. September 2009. An alle BRD-Bediensteten und der am 27. September 2009 wiedergewählten, illegalen Geschäftsführer der insolventen, Konkursen BRD-Finanzagentur GmbH, respektive Bundesrepublik Deutschland. Aus gegebenen Anlass teilen wir Ihnen mit, dass es in Zukunft wohl keine Möglichkeit mehr geben wird, einen konstruktiven Dialog mit den sogenannten BRD-Behörden herzustellen. Denn das deutsche Volk hat keine Zeit, sich mit Wenden zu unterhalten. Sie sind, noch, nicht in der Lage zu verstehen, dass es keinen souveränen Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland gibt. Die BRD ist nach wie vor Kriegs- und Besatzungsgebiet und besitzt keine eigenen judikativen Grundlagen. Egal, ob das jemand hören will oder nicht, es ändert nichts an den Tatsachen. Sie sind, noch, nicht in der Lage zu verstehen, dass die BRD eine illegale, völkerrechtswidrige und konkurse private Firmenstruktur ist, mit der das gesamte deutsche Volk nicht das Geringste zu tun hat. Die BRD hat weder ein Staatsvolk, noch ein Staatsgebiet, noch ist Berlin die Hauptstadt der BRD. Sie sind noch, nicht, in der Lage zu verstehen, dass der Schuldenberg der BRD-Finanzagentur GmbH nicht der Schuldenberg des deutschen Volkes ist und den Bürger es überhaupt nicht interessiert, ob dieser 1,8 Billionen oder 199 Trilliarden groß ist. Zu diesem Zweck werden sie zu Plünderungszwecken gegen das deutsche Volk eingesetzt und vernichten deren Existenzgrundlagen, ohne dass sie auch nur eine einzige Rechtsgrundlage hätten oder anwenden könnten. Entweder das interessiert sie nicht, dass sie sich mit dieser Ignoranz ihre eigene Existenzgrundlage zerstören, oder sie sind nicht informiert und weigern sich, noch, dazu zu lernen. Deshalb diese Worte, damit ihnen klar wird, wie sich das deutsche Volk in Zukunft wehren muss. Der Geltungsbereich des Grundgesetzes wurde am 17. Juli 1990 gelöscht. Der Geltungsbereich der Zivilprozessordnung, ZPO, wurde am 19. April 2006 durch die Alliierten aufgehoben. Gesetze ohne Geltungsbereich sind nichtig. Sie machen trotzdem fleißig weiter. Das ist Hochverrat. Der Geltungsbereich der Strafprozessordnung wurde am 19. April 2006 durch die Alliierten aufgehoben. Auch hier begehen sie Hochverrat, weil sie weitermachen. Das gleiche gilt für das Gerichtsverfassungsgesetz, GVG, zum 19. April 2006, für das Ordnungswidrigkeitengesetz, OWIG, am 11. November 2007 und für die Freiwillige Gerichtsbarkeit, FGG, zum 1. September 2009. Genauso wenig gibt es eine Steuerpflicht. Siehe Urteil. Bundesverfassungsgericht, 55274, 301. Alles veröffentlicht und nachlesbar. Diese Gesetzesgrundlagen wurden mit voller Absicht von den Alliierten gelöscht, um dem deutschen Volk das Bewusstsein zu geben, dass es sich selber um eine staatlich, hoheitliche Administrative zu kümmern und sich hier keine kriminelle Organisation ins gemachte Nest zu setzen hat. In der BRD gibt es weder Regierung, noch Demokratie, noch korrekte Wahlen, noch Richter, Polizisten, Staatsanwälte oder sonstige Beamte. Auch keine Rechtsanwälte, die zur Zulassung ein Staatsexamen nachweisen müssten, was sie nicht können, weil es den Staat dazu überhaupt nicht gibt. Es ist alles komplett erlogen und erfunden, nur um das deutsche Volk bis zur kompletten Existenzvernichtung zu plündern. Uns wird vorgelogen, es hätte eine Wiedervereinigung gegeben. Das ist das dümmste Zeug, was überhaupt verbreitet wird. Sie als BRD-Bedienstete haben nicht die geringste Berechtigung, irgendeinen Bürger überhaupt anzuschreiben oder irgendeinen Betrag X aus ihm herauszupressen. Es gibt keinen staatlich-hoheitlichen deutschen Gerichtshof, der über diese Willkür in dem Pleiteladen BRD wacht, denn dann würde man jeden BRD-Bediensteten auf der Stelle verhaften, der die geltende Rechtsgrundlage missachtet. Da das deutsche Volk, noch, keine Möglichkeit hat, diese Schergen zu entfernen, bleibt ihm nichts anderes übrig, als ihnen ebenfalls über Generationen die Existenzgrundlagen zu zerstören, damit das aufhört und das deutsche Volk weiter existieren kann.
Wir werden in zunehmendem Maße die rechtlichen Grundlagen des BGB anwenden und sämtliche BRD-Bedienstete in absolute Vollhaftung nehmen. Diese Vollhaftung, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse, muss von den Gerichtsvollziehern durchgeführt werden, weil sogenannte Gerichtsvollzieher nur Aufträge vom deutschen Volk annehmen dürfen und nicht von einer Pleitefirma, der wiederholt von den Alliierten sämtliche Grundlagen entzogen werden, damit die endlich verschwinden. Das deutsche Volk wird diesen Laden wohl vertreiben müssen. Das deutsche Volk will den Untergang der BRD Finanzagentur GmbH und es will, dass der Euro verschwindet, weil das weder Banknote, noch Währungssystem ist. Zu diesem Zwecke wird das deutsche Volk die folgende durchführbare Gesetzesgrundlage anwenden. Erstens, § 125 und § 126 BGB die Vorschrift, dass Urteile und Beschlüsse unterschrieben sein müssen und dass dem Empfänger ein lesbares Original ausgehändigt werden muss und keine Kopie. Die sind rechtsungültig. Es wird also in der BRD niemals gültige Urteile oder Beschlüsse geben, geschweige denn, dass es eine öffentlich-rechtliche Institution gibt. Wer Schriftstücke verfasst, zu dessen Inhalt er mit seiner Unterschrift nicht steht, ist nicht nur ein Feigling, sondern der weiß um seine eigenen Rechtsbrüche sehr gut Bescheid. Zweitens, § 823 und § 839 BGB Privat- und Vollhaftung sämtlicher BRD-Bediensteter, die mit ihren willkürlichen Handlungen die Schäden, die sie anrichten, zu begleichen haben, da es keine Staatshaftung gibt. Drittens, § 5 des VStG Unverlehrbarkeit dieser Forderungen, damit die BRD-Bediensteten begreifen, dass wir als deutsches Volk keinen Spaß machen und durch die Unbelehrbarkeit dieser BRD-Bediensteten nicht mehr aufklären oder die Rechtsgrundlagen weitererklären, sondern ebenfalls aus reiner Notwehr über Generationen, Unverlehrbarkeit, sämtliche Existenzgrundlagen dieser Plünderer und deren Nachfahren zerstören werden. Das deutsche Volk will keinen Krieg. Wir haben versucht, diesen Verfolgungswahn, die Plünderungen und die Kontrollwut zu unterbinden, somit wird uns nichts anderes übrig bleiben als jeden seine Existenzgrundlage zu vernichten, wenn er nicht aufhört auch nur noch ein einziges Schriftstück mit irgendwelchen Forderungen zur Plünderung an seine Landsleute zu schicken. Als zusätzliche Durchführung unserer Forderungen werden wir den Weg über die britischen Alliierten beschreiten, da diese bis heute für die Organisation der deutschen Judikative zuständig sind und uns immer wieder darauf hinweisen, die BRD Finanzagentur GmbH zu entfernen. Zusagen durch die Briten haben wir. Und noch ein ganz wichtiger Punkt. Das deutsche Volk ist nicht in der Beweispflicht. Sondern sie müssen dem deutschen Volk beweisen, dass sie eine Legitimation besitzen. Die haben sie nicht und die bekommen sie nicht. Wir als deutsches Volk unterstellen ihnen ihre Nichtzuständigkeit. Jeden der sogenannten BRD-Bediensteten. Solange wie die Feindstaatenklausel nicht gelöscht wird und das Potsdamer Abkommen nicht erfüllt, wird es keine staatlich-hoheitliche Administrative geben. Dem größten Teil des deutschen Volkes ist es nämlich völlig egal, ob sich die UNO mit Löschung der Feindstaatenklausel selber auflösen muss. Deshalb werden, müssen sich viele Bürger in die Selbstverwaltung zurückziehen, weil es einfach erbärmlich und unzumutbar ist, unseren Kindern zu zeigen, was hier ein Rechtsstaat sein soll, der sich immer weiter in eine Kloake verwandelt. Wir müssen unsere Kinder vor solchen Kontakten, aus moralisch-ethischen Gründen, schützen. Entschuldigung, aber die Dinge sind so. Hinweis. Mustertext auf der CD-ROM das 30-Generationen-Testament. Der höchste Souverän ist das deutsche Volk und nicht der Pleiteladen BRD, der dem deutschen Volk überhaupt nichts zu sagen hat. Nur das deutsche Volk darf deutsches Recht anwenden. Siehe. Überleitungsvertrag vom September 1990 und Bereinigung der Besatzungsrechte vom November 2007. Und nicht die BRD-Bediensteten. Sondern diese erst dann, wenn sie in der BRD gekündigt haben. 3,7 Milliarden Euro Forderung an die BRD Finanzagentur GmbH durch permanente Menschenrechtsverletzungen. Für 15 Euro zu bestellen bei E-Mail, beratob2000@online.de und unter Telefon,
02338-617100 und mobil unter 0175-1611191. Wissen, wie es geht und sich selber helfen. Höchste Sensibilisierungsstufe zum Überschwemmen in den BRD-Behörden, damit die wach werden. Weitere zusätzliche Informationen erhalten Sie auch unter www.johnrw.net. Bitte dort auch im Forum anmelden. Die Justizopferhilfe Nordrhein-Westfalen erteilt keine Rechtsauskünfte, sondern betreibt ausschließlich Aufklärung zur tatsächlichen Rechtslage in der Bundesrepublik, die dann von den Mitgliedern als Hilfe zur Selbsthilfe vor den BRD-Behörden und BRD-Gerichten genutzt werden kann. Wir machen den Weg frei.